Herzlich willkommen wieder zu unserer Sendung Brinkmann und König. Und Sie wissen, wir beide, Ewald König vom Korrespondentenbüro Berlin und Peter Brinkmann von TV Berlin, versuchen immer, unseren Gast ein bisschen in die Enge zu bringen. Mal sehen, ob uns das heute gelingt mit unserem Gast Katrin Lomscher, Stadtentwicklungssenatorin von Berlin. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Hallo Herr Brinkmann. Hallo Herr König. Sie wirbeln die Stadt durcheinander. Sie wollen die Mieten deckeln. Dagegen gibt es einen Sturm von den Eigentümern, die sagen, das ist Enteignung, das ist DDR. Folge war, die DDR war verrottet. Und nun machen Sie es im vereinten Berlin. Naja, ich finde, man soll nicht so schwarz-weiß argumentieren. Es gibt auch sehr, sehr viel Zuspruch für diese Idee, weil unser Hauptthema ist natürlich, wie sich die Mieten in den letzten, ich sag mal, 10 Jahren exorbitant entwickelt haben, dass wir ein tatsächliches Auseinanderdriften von Einkommensentwicklung und Wohnkostenentwicklung beobachten, dass da zum Teil bedrohliche Zustände sind, dass Menschen um ihre Existenz fürchten und sich sagen, wenn die Mietentwicklung so weitergeht, wissen sie, in 2 Jahren können sie es nicht mehr bezahlen oder wenn sie in Rente gehen, können sie es dann gleich nicht mehr bezahlen. Das heißt, das, was wir brauchen, ist ein deutliches Signal an den extrem überhitzten Wohnungsmarkt. Und dann muss man es natürlich so ausgestalten, dass die Wohnungen trotzdem gut unterhalten werden. Weil wir haben ein Interesse daran, dass man bezahlbar und gut wohnen kann in Berlin. Das ist genau der Punkt. Die sagen, wenn ich die Mieten nicht mehr nehmen kann, die ich nehmen müsste, um die Wohnung zu renovieren, kann ich die Wohnung nicht mehr renovieren und der sieht bald so aus wie in den Schlussjahren der DDR. Also diese Auswüchse nach oben, ja, da kann man mal fest davon ausgehen, dass diese Mieten, wenn sie von uns moderat abgesenkt werden, dass die dann immer noch reichen für eine ordentliche Bewirtschaftung. Das ist dann einfach weniger Extraprofit. Bei denen, die sich sehr moderat bisher bewegen, ist natürlich vorgesehen, dass man entsprechende Regelungen schafft, die eine ordentliche Bewirtschaftung der Bestände sicherstellen. Aber es ist ja genau das Problem der kleinen privaten Vermieter, die sich für Alterssicherung eine Wohnung zugelegt haben und vermieten und die bis jetzt sehr moderat haben. Das Problem kennen Sie natürlich auch sehr gut, die jetzt auch die Miete eingefroren bekommen, was natürlich sehr ungerecht ist gegenüber den Vermieter mit einer sehr hohen Miete. Zunächst muss man ja bei so einem Gesetzesvorhaben erstmal über Gleichbehandlung sprechen. Und Mieten kann man sozusagen nicht einfrieren. Die einen betrachtet man so, die anderen betrachtet man so. Man geht erstmal sozusagen mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz ran. Und dann gibt es natürlich das Thema Härtefallregelung, Wirtschaftlichkeit, Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit. Das wird alles im weiteren Gesetzgebungsverfahren beachtet. Und Sie können mal fest davon ausgehen, dass wir natürlich diese Besorgnisse erstens sehr ernst nehmen und dass wir zweitens dafür auch eine Lösung finden werden. Aber Härtefallregelung und ähnliche, zum Beispiel auch die Pflicht zur Beantragung von Sanierungen, heißt ja, da müssen Beamte daran arbeiten. Und wir wissen ja, dass Berlin also ein großes Personalproblem hat immer noch und dass viele Dinge, also Bebauungspläne oder Abnahmen von Großbaustellen viel zu lange dauern. Wie kann man sich das vorstellen, dass das Personal das hinkriegt? Also zum einen tut sich auch was auf der Personalseite. Wir haben etliche neue Beschäftigte, auch bei mir in der Senatsverwaltung, aber auch in den Bezirken. Und es ist sehr unterschiedlich und wir haben auch sehr gut und schnell laufende Projekte. Also da kann man Veränderungen und Bewegungen sehen. Und dann ist natürlich klar, wenn der Staat sich entschließt oder die Politik sich entschließt, regulierend einzugreifen in einem Bereich, wo man Erkenntnisse hat, dass was aus dem Ruder gelaufen ist, und das ist ja der Wohnungsmarkt, dann ist Regulierung nicht zum Nulltarif zu haben, sondern dann muss man sich auch Systeme überlegen, wie man das vernünftig kontrolliert und überwacht. Deshalb haben wir zum Beispiel vorgeschlagen, bei Modernisierungen sowas wie eine Bagatellgrenze einzuführen, wo also Genehmigungen nicht erforderlich sind. Da, wo gesetzliche Verpflichtungen bestehen, da, wo energetische Vorteile bestehen, wo tatsächlich auch Einsparungen von Betriebskosten sind, muss es nur angezeigt werden. Und in den anderen Fällen wird das Genehmigungsverfahren so ausgestaltet, dass Bürokratie auf ein Minimum reduziert wird. Darf ich mal nur eine Gewissensfrage stellen? Manche sagen, sie dürfen das gar nicht mit der Mietendeckelung, weil das Bundesrecht ist. Sie sagen, das dürfen wir, weil es Landesrecht ist. Wie ist es denn nun? Also es gab im Jahr 2006 bereits eine Föderalismusreform, die das Recht des Wohnungswesens auf die Länder übertragen hat. Und zwar vollständig. Dass
diese Rechtsetzung bisher noch nicht angewendet worden ist von dem einen oder anderen Bundesland, hat sicherlich damit zu tun, dass damals wirklich eine entspannte Wohnungsmarktlage war. Also damals sind in Berlin noch Wohnungen abgerissen worden, das kann man sich gar nicht vorstellen, so etwas, aber es ist tatsächlich passiert. Und dann, 12 Jahre später, ist die Diskussion aufgekommen in Fachkreisen, zunächst mal in juristischen Fachkreisen, wie es denn aussieht mit dieser rechtlichen Möglichkeit. Neue juristische Wochenzeitschrift, nicht? Genau, im November 2018. Ne, einen solchen Artikel habe ich auch erhalten und auf der Grundlage dieses Artikels ist ja die politische Diskussion entstanden. Es ist sehr intensiv geprüft worden, namhafte Verfassungsrechtler haben sich mit den Sachen beschäftigt und letztlich hat das Gutachten der Bielefelder Verfassungsrechtler vom April diesen Jahres den Ausschlag gegeben, dass wir uns als Senat auf der sicheren Seite fühlen und sagen, wir haben die Gesetzgebungskompetenz, weil eben die Länderhoheit besteht für ein öffentlich-rechtliches Mietrecht. Im BGB haben wir zivilrechtliche Regelungen, aber ein öffentlich-rechtliches Mietrecht ist Ländersache. Und letztlich gehe ich davon aus, dass sowas von Gerichten überprüft wird. Trotzdem, die Mietdeckelung hilft zwar vielen Mietern bei Auswüchsen, aber es entstehen dadurch nicht mehr Wohnungen, möglicherweise sogar weniger, weil ja angeblich Investoren abgeschreckt werden. Also durch Mietregulierung entstehen nie mehr Wohnungen, das ist bei jeder mietrechtlichen Regelung so. Aber natürlich ist völlig klar, das, was wir machen, sind ja Auswüchse infolge des Mangels, auch durch Eingriff in die Mietpreise zu beeinflussen. Dann müssen wir natürlich daneben auch andere Maßnahmen ergreifen, um dem Wohnraummangel abzuhelfen. Deshalb haben wir die Wohnungsbauförderung aufgestockt, deshalb gibt es Neubauprogramme der städtischen Gesellschaften, deshalb gibt es 14 neue Stadtquartiere, deshalb gibt es einen Stadtentwicklungsplan Wohnen. Also es ist völlig klar, Mietenregulierung und zusätzlicher Wohnraum sind zwei Seiten einer Medaille, wenn man Wohnraumknappheit wirklich beseitigen will. Dann haben wir ja alle Einwände jetzt schon mal geprüft. Und nun fragt sich natürlich jeder unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, wann wird denn meine Miete gestoppt? 1. Januar nächsten Jahres, 1. Dezember nächsten Jahres oder dieses Jahr noch? Oder tatsächlich schon rückwirkend, wie es ja auch immer geheißen hat. Also der Senat hat zunächst mal beschlossen, dass das Datum des Senatsbeschlusses 18. Juni auch der Wirkungstag sein soll für diesen Mietenstopp. Und das müssen wir jetzt entsprechend ausgestalten. Wir kommen Mitte Oktober mit dem Gesetzentwurf in den Senat und wollen gern, dass das Abgeordnetenhaus die Beratung bis zum Ende des Jahres dann auch abschließt, damit im Januar das Gesetz tatsächlich in Kraft treten kann mit dem rückwirkenden Datum. Und dann kriegt jeder die höhere Miete zurückgezahlt. Dann hat er zumindest Anspruch darauf. Und dann muss es zum Anwalt und das beantragen, oder wie? Na, dann wie geht ja, das? Ist ja meine nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Es ist ja eine öffentlich-rechtliche Regelung. Ja. Also natürlich kann man die dann zurückfordern, aber es wird auch Überprüfungsstellen geben bei den Bezirksämtern, die Mieterinnen und Mieter sozusagen dabei unterstützen, dass Verstöße gegen das Gesetz entweder korrigiert werden oder geahndet werden. Sie haben sicher mit einer Fülle von Klagen zu rechnen. Trotzdem rechnen Sie damit, dass es im Januar vielleicht schon umgesetzt werden kann? Na, klagen kann man ja erst gegen ein Gesetz, wenn es beschlossen ist. Mhm. Na, und dann ist natürlich die Frage, wie genau wer erhebt wo Klage, was entscheiden die Gerichte. Normalerweise werden Einzelfälle entschieden. Na, und deshalb gehe ich davon aus, dass das Gesetz auch in Kraft tritt, nachdem das Abgeordnetenhaus es beschlossen hat. Mit wie vielen Klagen rechnen Sie ungefähr? Sie da bin ich überfragt. Das weiß natürlich, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das wird man alles sehen. Wir haben jetzt eine sehr, sehr aufgeregte Debatte, weil ja auch bisher nur Eckpunkte vorliegen. Und es werden viele Befürchtungen geäußert, die man relativ leicht widerlegen kann. Aber natürlich wird man das dann erst, wenn es schwarz auf weiß auf dem Tisch liegt, wird man vielleicht die Diskussion etwas versachlichen können. Wie beurteilen Sie denn die Maßnahmen zweier großen Gesellschaften? Die einen wollen das selber machen und die anderen wollen kompliziertes Verfahren machen mit den Einkünften der Mietern. Ja, bremst das Ihr Vorhaben oder begünstigt das oder ist das Unsinn? Also wenn Sie jetzt auf das Versprechen der Deutschen Wohnen an Ihre Mieter wenn Sie das meinen, was ja mit einer Fußnote versehen ist, dass es im Übrigen auch zurückgenommen wird, wenn hier irgendwelche gesetzlichen Regelungen in Kraft treten, dann würde ich das jetzt erstmal als einen Diskussionsbeitrag werten, um das Gesetzgebungsverfahren im eigenen Sinne zu
beeinflussen. Und von Novia? Also das halte ich noch nicht für also wirklich schlagkräftig. Die Vonovia-Angebote, die haben auch ein bisschen, sozusagen, die haben für uns ein bisschen was Nebulöses. Und ich sage mal, jede Form der freiwilligen Mietregulierung ist nur dann ein ernstzunehmendes Angebot, wenn es erstens verbindlich ist, wenn man klar sagt, soll es sozusagen auch rückwirkend gelten, ist man bereit, es unabhängig kontrollieren zu lassen, ist man bereit, zum Beispiel mit dem Land Berlin eine Vereinbarung abzuschließen, um diesem freiwilligen Angebot eine größere Verbindlichkeit zu geben. Also, so weit sind wir hier überall noch nicht. Insofern sind es aus meiner Sicht sind das Diskussionsbeiträge, und würde es Bereitschaft geben, sich zu vereinbaren, dann würden wir es natürlich vertiefend prüfen. Sie kennen die Kooperationsvereinbarung, die wir mit unseren städtischen Gesellschaften abgeschlossen haben. Da gibt es selbstverständlich ein Controlling. Das heißt, da vertraut man nicht einfach so, sondern da sorgt man auch dafür, dass Vereinbarungen dann auch eingehalten werden. Das müsste alles hinzutreten. Und man muss sich die Regelungen genauer anschauen, weil da könnte der eine oder andere Teufel im Detail stecken. Erzählen Sie uns ein bisschen von der Stimmung mit den Koalitionspartnern in Berlin. Wie haben die das zuerst aufgenommen? Gab es da nur Freude? Na, es ist ja eine Diskussion, die aus dem politischen Raum, tatsächlich aus dem Raum der Koalitionspartner, aufgegriffen worden ist. Wir haben dann relativ schnell die Diskussion miteinander aufgenommen, um eben die genauen Inhalte zu besprechen. Da wurde schon deutlich, dass die Besonderheiten, Mietendeckel ist so ein Schlagwort, aber was heißt es eigentlich genau? Also diese Diskussion haben wir sehr intensiv und aus meiner Sicht auch sehr konstruktiv miteinander geführt. Und der Senat hat den Beschluss sehr einhellig und nach sehr kurzer Diskussion getroffen. Und wir werden weiter nach einer kurzen Werbepause darüber reden mit der Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher, wie das nun ist mit dem Mietendeckel. Wir haben schon gehört, wenn alles gut läuft, dann könnte es im neuen Jahr 2020 denn Rückzahlung geben von dem, was man zu viel an Miete gezahlt hat. Das habe ich doch richtig verstanden. Das haben Sie richtig verstanden. Gut, also da können Sie schon mal rechnen, möglicherweise. Aber wie das im Detail sein wird, das werden wir nach der kurzen Werbepause noch weiter diskutieren. Bleiben Sie dran.